In diesem Video sehen Sie Schülerinnen und Schüler, die am BSZ Scheinfeld Lebensmittel verkochen, die nicht mehr verkauft werden können. Wir wollten euch damit zeigen, wie toll die Hauswirtschaft sein kann und wie man damit eben dann mit Lebensmittelverschwendung zum Beispiel umgehen kann. Zuerst bereiten wir ein leckeres Bananenbrot zu. Hierfür haben wir ganz viele überreife Bananen da. Die schneiden wir klein und geben sie zusammen mit dem Öl, mit dem Zucker und den Eiern in die Küchenmaschine. Das Ganze wird dann mit dem Mehl und mit dem Backpulver dann noch zusätzlich vermengt. Im Anschluss geben wir den Teig einfach nur noch in die gefetteten Formen und geben das Ganze dann in den Backofen. Bei 160 Grad 55 Minuten backen. Das Ergebnis ist super. Als nächstes bereiten wir Ofengemüse zu. Hierfür schälen wir das Gemüse und schneiden es klein. Die Karotten werden dann mit dem Öl vermengt und in den Backofen gegeben bei 200 Grad. Bis die Karotten dann anfangen gar zu werden, bereiten wir das restliche Gemüse zu. Nach ca. 30 Minuten holen wir das Ganze heraus und geben es in die vorbereitete Marinade. Hierfür haben wir Balsamico-Essig, Zucker und Knoblauch vermischt. Salzen, dann gut durchziehen lassen und ohne den Saft servieren. Super schnelles Curry zubereiten. Hierfür bereiten wir das Gemüse vor und schneiden es klein. Im Anschluss wird es im Topf angebraten und ungegarte Nudeln werden hinzugegeben. Das Ganze wird dann mit Wasser aufgegossen und geköchelt. Dazu kommt Kokosmilch und Currypaste. Für unseren Smoothie geben wir Banane, Apfel, Zitrone, Orange, Salat und etwas Honig in einen Mixer. Das Ganze wird vermengt und in Gläser gefüllt. Im Anschluss kann dann ein schöner Fruchtspieß für die Deko verwendet werden. I don't need to rub it in.